Familie Schneider aus Chemnitz hat in den vergangenen 5 Jahren einiges durchmachen müssen. Ihr ältester Sohn Ben leidet unter Trisomie 21 und hat mit weiteren Krankheiten zu kämpfen, die einen unbeschwerten Alltag kaum möglich machen. Der 5-Jährige hat zudem noch 3 weitere Geschwister, die jünger sind als er. Aber Ben braucht viel Aufmerksamkeit und ist auf die Pflege seiner Eltern rund um die Uhr angewiesen. Rauskommen und bei Familienausflügen abschalten war somit seit seiner Geburt nicht mehr möglich, was die Mutter Jennifer Schneider sehr belastet. Also finanziell fehlt uns leider die Möglichkeit und wir würden gerne als Familie wieder zusammen einen Ausflug machen. Wir haben ein ganz altes Auto, 17 Jahre alt, und damit kommen wir halt einfach nicht zusammen weg. Also wir haben nur 5 Sitzplätze, wir bräuchten aber 6 und es fehlt halt einer. Und dass wir halt einfach mal als Familie zusammen Ausflüge, Unternehmungen mit den Kindern, was Schönes machen können, aus unserem Alltag einfach wieder mal rauskommen können. Um den stressigen Alltag zu entfliehen, fehlt es der Familie jedoch am passenden fahrbaren Untersatz. Da die Familie aus 6 Mitgliedern besteht, muss bislang immer einer der beiden Eltern auf die Teilnahme an Ausflügen verzichten. Eine Situation, welche die Belastungsgrenzen der Eltern auf die Probe stellt. Also es nagt schon an den Nerven auf jeden Fall, dass man auch den Kindern nichts ermöglichen kann, immer nur alleine. Und also dass nur ich sozusagen, Piet, warte mal kurz, dass nur ich sozusagen oder der Mann halt alleine mit den Kindern, wir kommen nie als Familie zusammen. Es ist immer so ein getrenntes Miteinander, ja. Und da wäre das Auto natürlich eine große Unterstützung, dass wir einfach zusammen wieder loskommen. So muss man es halt immer mit Freunden planen, dass halt jemand einen Piet mitnimmt, einen Autoplatz frei hat sozusagen, ja. Und nur so sind wir als Familie unterwegs gewesen. Oder der Mann musste die Öffentlichen nutzen, dass wir da zusammen irgendwo hinkommen. Ne? Durch eine Freundin gelangte die Familie schließlich an den Verein Lukas Stern. Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht, schwer erkrankten Menschen zu helfen und Herzenswünsche zu erfüllen. Der Wunsch der Familie ist ganz klar: ein Auto mit genügend Platz für alle. Christian Frank aus dem Vorstand Lukas Stern e.V. und sein Team haben es sich zur Aufgabe gemacht, ein geeignetes Auto zu finden. Doch allein ist das auch für den Verein nicht möglich. Ja, wir haben ein sehr großes Netzwerk. Mittlerweile seit im 7. Jahr unseres Bestehens haben wir hier in der Region in Chemnitz ein sehr großes Netzwerk. Und auch da an der Stelle war es für uns gar nicht so schwierig, ein Auto zu besorgen, auch das passende Auto zu finden. Und wir haben mit der Claudia Harloff hier einen sehr guten Draht schon seit mehreren Jahren, haben schon verschiedene Sachen zusammen gemacht. Wir haben einige unserer Projekte Rallye fahren lassen oder sind bei der Rallye mitgefahren. Wir haben sie mit dem Wohnmobil an der Ostsee geschickt und jetzt ist es eben mal ein Auto. Besorgt hat das Auto das Autohaus Harloff in Chemnitz. Auch wenn in diesem Fall die Finanzierung nicht bei dem Autohaus lag, ist es für die Geschäftsführerin eine Herzensangelegenheit. Schon in der Vergangenheit half Claudia Harloff, solche Projekte zu realisieren. Die Familie hat sich gewünscht, an das Nordkap zu fahren, in einem Wohnmobil, auch mit einem behinderten Kind. Das war der Laurin. Und die haben mit so viel, was für mich wirklich einfach ist, ich stelle denen das Wohnmobil zur Verfügung, die haben da eine schöne Zeit und die Freude ist einfach riesig. Bei der Mama total groß gewesen und der Laurin, der hat sich so auf die Reise gefreut. Nach der Reise waren die hier, es war für die einfach das schönste Erlebnis überhaupt. Und das Tolle daran ist, für viele Menschen ist sowas ja wirklich normal. Wir fahren in Urlaub, 2 Wochen mit dem Wohnmobil und ja, wir bezahlen dafür und es ist okay. Aber für die ist da wahrscheinlich der größte Wunsch in Erfüllung gegangen. Und das ist eigentlich das Schöne dabei. Das Schönste, würde ich sogar sagen. Der Verein Lukas Stern ist auch auf weitere Hilfe angewiesen, um all die Wünsche erfüllen zu können. Doch aufgrund der verschiedenen Krisen, die die Menschen allgemein getroffen haben, sank die Spendenbereitschaft. Durch eine Mitmachaktion der freien Presse kam nun Bewegung in die Sache. Die Tageszeitung holte den Lions Club Chemnitz mit ins Boot und sorgte für Abhilfe. Eine Nachricht, die bei der vierfachen Mutter für unfassbare Freude sorgte. Wir hätten das nie lösen können. Also ohne Lukas Stern, wir sind da wirklich sehr dankbar, dass es solche Organisationen gibt. Und wir haben uns auch geschämt am Anfang, sich überhaupt da hinzuwenden, weil es ist ja doch auch
ja, seine Geschichte zu erzählen und nicht ganz so einfach, das alles öffentlich zu legen. Aufgrund der Krankheit von Ben waren nur die Mutter Jennifer und der kleine Pete das Auto anschauen. Aber der kleine Ben konnte dennoch über das Handy die ersten Eindrücke bestaunen. Da nicht jedes Auto zu den Bedürfnissen der sechsköpfigen Familie passt, musste dieses vor Ort darauf geprüft werden. Wir hatten den Matthias Schuster mit dabei, der professionell Autos umbaut, behindertengerecht umbaut. Und es ging hier einfach darum, das Basisfahrzeug uns mal anzuschauen, für den Eventualfall, dass der Ben im Rollstuhl transportiert werden müsste, was heute noch nicht der Fall ist und vielleicht auch hoffentlich nicht passieren wird. Aber für den Fall, er hat sich's angeschaut, ist das Auto umbaubar. Und da sind wir also auch für die Zukunft gerüstet und die Familie gerüstet. Dank der zahlreichen Unterstützung und Hilfe kann die Familie zumindest, was die Mobilität angeht, etwas entspannter in die Zukunft blicken und endlich wieder gemeinsame Ausflüge planen. Schon jetzt erwartet die Familie sehnsüchtig den geplanten Familienurlaub und freut sich auf ihre gemeinsame Zeit als Großfamilie.